place that only few have seen, a place where you have never been. And in this land, I have you known, it seems to always have a snow. There must be something in the air, a kind of magic everywhere. There's fun and laughter to be had, and no one there is ever sad, especially with the time at hand. Behold, it's Christmas, Winterland. With finest arts and crafts to make, and choggy goodies all to bake, with mountain ranges all around, and festive markets to be found. It's to this land that we must home, and bring supplies for one and all. And don't forget the North Star Post, where Christmas cards are sent the most. So how on earth do you get there? Well, not by land and not by air. Instead you need to give a hand, and load supplies to Winterland. Then once you are ready for the ride, and offering your help with pride, the snowy portal will appear. Just look around, you'll find it near. Then drive to it, and don't delay. Now park inside, then on your way. Once you arrive, explore, have fun. It's Winterland for everyone. But wait, no, wait, I'll tell you more. And for this task, I do implore that this is only half of it. Now here comes the greatest bit. That to this land you will venture forth. Yes, to this land, it's in the north. But back you will go, with gift packs bound, for all the homeland cities found. Ah, found, you say. But found where? Well, through the portal if you dare, with cargo destination known as leave it to the portal's own. Then once you're back, with gifts packed done, you will help to spread more snowy fun. But not just fun, a legend grand of magic Christmas Winterland. So home for one and one for all. And very merry Christmas all. Und damit, hallo! Ja, das habe ich natürlich vorher aufgenommen. Das hätte ich niemals so gut vortragen können. Ja, es gibt eine spezielle Aktion in Euro Truck und American Truck Simulator. Und da ich zuletzt ziemlich viel American Truck Simulator gespielt habe und schon mehr als ein Jahr kein Euro Truck Simulator mehr, dachte ich, ich spiele und streame jetzt zu Weihnachten ein wenig Weihnachten. Und dementsprechend suche ich gleich mal nach einem Auftrag. Ich habe mich jetzt in Zürich eingenistet oder teleportiert. Berlin habe ich offensichtlich in dem Spielstand noch keine Garage, kann also nicht sagen, dass ich in meine aktuelle Heimat gehe, also gehe ich in meine alte. Und hier haben wir auch schon Christmas Confectionery. Das ist lustig, dass alles Englisch ist. Das sind ja mal miese Werte. Ja, okay, mach mal halt. Das Community-Ziel ist für diese Städte schon erreicht. Wirst du nicht nach einer Stadt suchen, in die, von der du liefern kannst? Ja, wenn du mir jetzt sagen könntest, was eine solche ist. Arztwörter? Ich kann ja nichts dafür, ich muss das jetzt mal Auftrag ausführen. Ich wollte noch schnell sehen, das mache ich jetzt aber hier auf dem Notebook. Hier ist das Stream Element. Nee. Twitch. Doch, Stream Elements. Stream Elements. Weil ich habe ja den Spiegel jetzt da. Und den anderen Rückspiegel da. Also Alerts und Overlays. Login. Switch. So. Dashboard. Data Reports, Streaming Tools, Overlays das. Ein
Das müsste dementsprechend. Ja, das ist es. Kann ich den am besten hier hinpacken? Erstmal schauen, ob sich da was getan hat. Das muss ich hier nicht raus, das kann ich hier machen. Nein. Doch, jetzt? Ja, perfekt. Okay. Und dann mal schauen. Was? Sie haben Post, ich habe Post. Wieso habe ich Post? Post bekomme ich auf F7. Ja, ich glaube, damit rufe ich Notdienste. F8 ist eine Art Kalender. Ja. Haben sich die Dinge verändert? Ich habe doch aber. Irgendwie ist alles ein bisschen durcheinander gerade. Nee, ich muss nicht hier. Ah, was tust du? Ich war nur ganz kurz draußen. Also jetzt erstmal wieder auf F5. Und jetzt funktioniert meine Maus nicht. Ich hasse das. Das Problem ist, manchmal hat der Controller auf einer anderen. Auf einem anderen Port. Fehlende Controller, ja. Suchen. Hallo. Suchen. Du bist eine Nervensäge. Moment. Ich mache ihn jetzt mal in den USB-Port, wo ich ihn sonst üblicherweise. Sehen. Gebraucht LKWs. Ah ja, das ist neu. Und neue Spezialtransporte. Okay, das möchte ich aber alles außerhalb sehen. So, zeig mal her. Ha, so muss das sein. Nicht? Ah, ich fahre genau in die falsche Richtung. Ah, da sind sie. Wieso hast du die Perspektive jetzt verändert? Ich hab ne, ich hab.
Ja, das war ja alles, was ich getan habe. Ach, das Tee. Nein, ich will nicht abseiten, aber ich muss ausprobieren, warum er plötzlich die Dings ausgeblendet hat. Jetzt. Ich habe keine Zwischenhalt zum erwünschten Portal setzen. Okay. Gibt es hier ein Portal? Das ich sehe hier, da hat es Portale. Gute Setzen, da fahren wir mal rein. Warte, das hat aber jetzt irgendwie nicht akzeptiert. Okay. Also wenn man wie ich jetzt die ganze Zeit Rennsimulationen gespielt hat und dann darauf umsteigt, dann kommt einem die Straße ziemlich eng vor. Das ist schön, mal wieder zu fahren. Ich bin jetzt seit 8 Jahren ungefähr. Also das letzte Mal, Anfang 2015, also ziemlich genau im Neujahr 2015, Auto gefahren, selbst Auto gefahren, im Real Life. Und seitdem praktisch nur noch in Simulation. Und als ich jetzt im Sommer mal beinahe mit dem Mietwagen fahren musste, da war ich echt im Überlegen, ob ich nicht nochmal mit dem Stadtfahrsimulator trainiere, bevor ich mich wieder in ein echtes Auto setze. Aber dann hat sich das ergeben, dass eine Freundin für mich gefahren ist. Dann musste ich kein Auto mieten, sie hat ihr eigenes zur Verfügung gestellt und wollte das dann natürlich auch selbst fahren und dann war das Problem gelöst. Kurz. Oh Gott, da kam gerade keiner. So, ach, das ist eine von denen, okay. Wir haben es offensichtlich noch nicht überarbeitet. Ja, da sind die Sonnenblumenfelder. Ah, doch. Mein Freund bleibt mal hinten dran. Okay, ich bin ein bisschen zu schnell. Nicht vergessen, dass man ja auch
ein Tempomat hat. Spiel ist einfach schön. Egal ob das amerikanische oder das europäische. Herrlich. Ich sollte mich mal wieder mit Mods beschäftigen. Da gibt es ja auch noch dann schöne Karten von anderen, Südamerika, Ostasien. Ganz am Anfang, 2013 rum, hatte ich sogar Maps, die in Nordafrika hatten. War auch sehr interessant, aber das ist natürlich weit entfernt von dem, was man heute als angemessen sehen würde. So, ja, bei dem Parkplatz müssen wir raus. Bei dem Parkplatz hat es wohl. Unser Portal. Du bist nicht das Portal, oder? Du bist die Tankstelle. Da ist das Portal. Und wir gehen ins Winterwunderland. Kommt nicht so oft vor. Also, warte mal. Erst. Was? Handbremse lösen. Gang ist noch angelegt. Okay, wir müssen gerade durch. Oh, da hast du sich aber auch wirklich Mühe gegeben. Das schaut toll aus. Ich meine, Schnee ist nicht ganz neu für mich. Ich hatte ja schon mit der. Wie heißt die? Mit der überragenden Mod-Sammlung da. Island als Ziel. Und hatte schon meine Mühe, dort einen Berg, einen verschneiten Berg hochzukommen. Oh, es knirscht, der Schnee knirscht. Das ist ja herrlich. Und es ist rutschig. Ich frage mich jetzt gerade, wie schnell ich fahren sollte, wenn es rutschig ist. Ich beschränke mich mal auf unter 50. Ja, 50 ungefähr. Ich frage mich gerade, erster Aufenthalt im Post Office. Nice. Ich frage mich gerade, wie es im American Truck Simulator ist, ob das da dieselben, selbe ist, weil die amerikanischen Trucks, die haben eine ganz andere Eigenschaften als die europäischen.
schön rollen lassen. Ganz wenig Gas geben. Gar kein Gas mehr geben. Ganz leicht auf die Bremse. Geklappt. Ich habe gerade meinen Chat angeschaut und gelesen, 2 Euro, was ist mit 2 Euro? Simulator 2 Euro Maxim. Okay, wieso steht das da zweimal? Ah, weil ich es im Titel habe und er anzeigt, was für ein Spiel ich spiele. Was mir aber auch auffällt, kein Verkehr hier. Oh, aber herrlich, wirklich toll gemacht. SCS, das ist großartig, echt. Hallo, frohe Weihnachtsgrüße. So, jetzt geht's dann wohl hier rein. Gerade, okay. Das ist jetzt eine Überraschung, ein schöner Weihnachtsmarkt. So, Motor aus. War eh. Nee. Okay. Abkuppeln. Hundertzwanzig Kilometer. Was? Müssen wir uns natürlich einen schönen Auftrag hier suchen. Kann ich meinen Fortschritt eigentlich kontrollieren, ohne dass ich auf die World of Trucks Seite gehe? Ich meine, ich kann auf die World of Trucks Seite gehen auf dem Notebook. Aber das ist ja irgendwie jetzt nicht Sinn der Sache. Sign in. Events. Christmas and Delivery Event, ja. Und ich sehe die Regel, aber ich sehe nicht, wie viel ich erledigt habe. Convoy habe ich noch gar nicht ausprobiert. Da seht ihr mal, wie lange ich das schon nicht mehr gespielt habe. Unique Depot ist 1 of 5. Gilt hinliefern und von dort aus liefern als. Das sind eher die externen Aufträge, die ich brauche, oder? Ja. Oh. Ich sehe gerade, das ist gar nicht auf der Karte. Wir sind nicht offiziell auf der Karte. Master Gift Packets. Hm? Dann kommen wir in Spanien raus. Das ist ja genial. Dann machen wir das. Wo ist Manning Bar? Warte mal.
ganz woanders. Wir hätten nach Bremen, Prag. Prag wäre auch schön. Libau, Vigo, Estonia. Estonia reizt mich jetzt gerade. Estonia ist Estland, okay. Aber Spanien ist natürlich schöner fast, nur kommt man nach Estland so selten. Also fahre ich nach Estland. Auftrag ausführen. Man hört ja so den Fluch beim IOTA-Accumulator, dass man immer mehr oder weniger durch die mittleren fährt und alles, was am Rand liegt, kriegt man nur ganz selten zu fassen. So. Willst du, dass ich jetzt drehe oder kann ich auch einfach. Schnee knirschen, das ist herrlich. In der Kameramodus. Ah, hier. Okay, ich wollte sehen, ob der Truck Schneeschmutz bekommt, aber das tut er nicht. Das kann nicht alles perfekt sein. Citroën 2CV, eine Ente. Sind die jetzt offiziell im Spiel oder ist das nur für dieses Event? Nachher drauf achten, wenn wir wieder im Spiel sind. Aber dafür müsste ich dann vielleicht nach Frankreich. War schon wieder zu schnell. Ich wollte mich an 50 halten. Ja, ich merke schon, er untersteuert. Ich frage mich gerade, ob das Event über beide Spiele gilt oder ob ich sie separat spielen müsste. Also ob ich praktisch das Event zweimal machen müsste. Rudolfs. Wie ist das? Hey, jetzt. Ich stand wohl noch nicht perfekt. Kurz den Motor aus, Auflieger an. Motor an, Vorwärtsgang rein, Handbremse lösen. Ja, Motor ist nicht angesprungen. Aha, 2,5
zuerst auf der Karte auch wieder ein Portal suchen. Nehmen wir doch dieses. Während ich das tue, warte, Foto. Fotomodus. So. Moment, Q. Und schießen. Dann können wir weiterfahren. Also ich werde heute sicher noch ein paar Bilder schießen. Ich hoffe, das macht nicht was aus. Aber gut, die Straßen sind schon, die Straßen sind schon wieder weit, also denke ich, die Amerikaner kriegen dieselbe Karte. Schön ausrollen lassen. Gas geben. Gesehen, da ist gerutscht und da hat es wieder gegriffen, da hat er ein bisschen plötzlich noch stark rechts eingelenkt. Ja, das ist schon recht klar. Fahre ich ja am besten nur 30, weil jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen links, rechts, Kombis. Sprach's und wir fangen mit rechts an. Schön, dass es dann in Bern. Ich kann ja auch die ganze Straße nutzen, weil wir keinen Verkehr haben. Okay, zurück. Zurück in die reale, in die halbreale Welt.
Also die realere Welt sozusagen. Offensichtlich früher Morgen. Ja, nee, später Abend. So. Ah, es ist gut, wenig Verkehr. Jetzt bin ich aber froh für die Rückenfindung. Ich glaube, da hätte ich Schwierigkeiten jetzt. Oh, 90 kommt mir echt schnell vor hier. Das ist schneller als 90 geht. Komm, hör auf. Was zur Hölle ist hier? Ah, ich verstehe. Das sind eigentlich die Abbiegespuren. Das heißt, man sollte auf der linken Spur bleiben, wenn man nicht abbiegen will. Die natürlich nicht. Biegst du ab? Du biegst ab. Beim Kleineren bin ich sauberer gefahren als beim Großen. Ich habe das Gefühl, bin ich noch nie gefahren. Ja, bin ich auch nicht, man sieht es ja am Gelben.
markiert die Straßen ja gelb, wenn man sie zum ersten Mal fährt. Nicht so schnell vor. Okay, wir müssen auf die andere Spur rüber. Nee, müssen wir nicht. Ach Mensch. Das Spiel schafft es einmal immer wieder, dass man die falschen Spurwechsel macht, um sich vorzubereiten. Gut, hatte der andere da hinten dran noch nicht so viel Gas gegeben. Hier müssen wir nämlich jetzt raus. Ah, die Lenkung, der Lenkeinschlag hängt ein bisschen von der Geschwindigkeit ab. Und jetzt war ich da ein bisschen zu schnell. Für den passenden Lenkeinschlag. Der Baum war jetzt nicht so erfreut. Wir müssen ganz um. Ich glaube, ich habe keinen Ast abgerissen. Ganze Straßen nutzen jetzt hier. Sagt er mir, wo ich hin muss? Wir parken anständig. So. Da hinten irgendwo. Ich frage mich, ob ich hier schon rückwärts rein sollte. Nee, ich glaube, das ist frei vom Platz her. Sollte ich drehen. So, jetzt muss ich mir das erstmal wieder vergegenwärtigen. Erst so. Schön hier schauen. Dann entgegenlenken. Stärker einlenken. Bisschen mehr.
Jetzt ganz rum. Gut, mal weiter von entfernt. Wir haben gedreht und das war ja das Wichtigste. Platz. So, Motor aus, abkoppeln, nicht die Scheiben schon anmachen. Okay. Danke, eine weitere ausgezeichnete Lieferung. So, das war mal. Was haben wir an spannenden Aufträgen hier? Estland. Oh. Oh. Keine Geschenke. Da. Mountain Resort. Im Arztwirtschaft waren wir jetzt. Beim Mountain Resort waren wir noch nicht. Dann nehmen wir doch das. Ja, ich kann da ja jetzt nichts machen. Aber es sind nur 5 Städte. Es ist kein Wunder, wenn das noch schon erreicht wurde. Zurück jetzt gemacht. Wo im Himmels will, bin ich da. Kommt keiner? Kommt keiner. Auch nicht zu erwarten, wir sind ja noch auf dem Firmengelände. Wurscht, mach's mal auf. So, wie sieht's hier aus? Kommt auch keiner. Keiner. Okay. Uah, wir schwimmen zu schnell. Also nicht so schnell, als dass ich da nicht im LKW rumgekommen wäre, aber zu schnell, als dass ich rechtzeitig hätte einlenken können mit dem Controller. CH. Ich sehe euch. Jetzt auch noch ein paar spannende Pakete rum.
Bremse, Motor aus, ankoppeln. Dann schon mal einlegen. Ja, ist nicht angekoppelt. Okay. Motor an. Motor an. Was ist der Arsch? Ja. Achso, jetzt muss ich erst noch das Portal wählen, richtig. Das kennen wir ja schon. Einmal kurz Handbremse an. Portal. Ich sehe kein. Das ist ein Portal. Ist ganz näher? Oder wenn Ausblick, aber das ist am Hafen. Und das ist jetzt Nacht, also wird das nicht viel bringen. Ich glaube, viel mehr Portale gibt es noch nicht. Okay, ist ein Stück. Jetzt hier aus. Frei. Gut. Also wird mir gut. Nein, nicht. Kommt niemand. Kommt niemand, kommt heute auch vor. Das kann ja nicht ewig gut gehen. Ah, ganz knapp, auf der Linie. Ah, da kommen sie. Wir müssen es langsam machen müssen. Okay, wir müssen die Spur wechseln. Hier links abzubiegen. Okay, du hältst für mich an, du nicht. Jetzt hält er mich nicht mehr für mich an.
Die Polizisten waren so freundlich. Lichtmodi, also Standlicht und Licht und aus. Also Fernlicht muss bei einer separaten Stelle sein. Ah, jetzt von der anderen Seite. Da ist jetzt wieder Mordsverkehr in dem anderen Kreisverkehr. Mir nie so gut. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich habe so vergessen, wie sehr ich dieses Spiel liebe. Ja, was ich am Anfang erzählt habe, und vermutlich einer anderen Zuschauer als jetzt Zuschauer, ich bin das letzte Mal mitgefahren in einem Auto im Sommer. Und da muss ich sagen, verstand ich den Reiz dann doch wieder ganz gut. Weil wir sind da auch auf der Autobahn ein Stück gefahren und das war so richtig hypnotisch. Aber die Freiheit eines guten öffentlichen Nahverkehrs ist wirklich auch nicht zu unterschätzen. Das Portal ist ganz schön weit weg. So dass ich ganz zufrieden bin mit meinem aktuellen Nichtfahren. Also, man sollte nicht vergessen, man muss keinen Parkplatz suchen, wenn man mit öffentlichem Nahverkehr unterwegs ist. Man muss, man kann übermüdet fahren. Man kann nach einem Glas Bier mit Freunden noch fahren. Weil man nicht selber fährt, weil man chauffiert wird. So, nach der Auslieferung mache ich jetzt aber erstmal mit diesem Stream Schluss. Ich glaube, dann darf ich gar nicht reinfahren, ist aber egal. Das habe ich schon gemacht. Und gerade kein Polizist da, der mich gängeln könnte. So. Motor aus, Handbremse aus. Und ab durchs Portal. Weil das, ich möchte diesen Stream noch auf meinem Kanal haben, bevor Heiligabend losgeht. Und dafür darf es dann natürlich, ne? Ach so. Ich vergesse die Steuerung meines eigenen Autos. Darf es dann natürlich nicht mehr allzu lange
dauern, weil das Video darf ja auch nicht allzu lang sein. Sonst dauert es ewig, bis die Verarbeitung abgeschlossen ist. Aber ich denke, ich werde heute schon noch ein bisschen fahren. Ich will auch heute den ganzen Tag eigentlich oder Abend eigentlich streamen. Streamen werde ich dabei vielleicht auch. Allerdings später dann wahrscheinlich anderes Spiel. No Man's Sky, die nächste Expedition steht an. Ich muss aber sagen, dass mir das Fahren jetzt gerade ziemlich viel Spaß macht. Also könnte es sein, dass ich vielleicht, um es interessant zu gestalten, dann noch mit dem Euro Truck Simulator. Mit dem American Truck Simulator fahre. Und No Man's Sky kommt dann später. Da besteht auch noch die Alternative, dass ich eine Baufolge, die ich machen möchte, noch mache. Denn da musste ich ja auch erstmal dann noch ganz viel machen. Vor allem über meinen Lieblingsplaneten dort fahren oder laufen, um Forschungs-Items zu sammeln, Technologie, verlorene Technologie oder wie es heißt, damit ich Baumaterialien freischalte. Da muss ich Materialien sammeln und dann kann ich bauen. Und was ich bauen will, ist eine Brücke. So, wir kommen zum Mountain Restaurant. Das wäre ein 2CV, oder? Ah! Oh, und ein Hudson Hawk! Da haben sie sich aber. Da haben sie sich aber was einfallen lassen. Jetzt habe ich so auf die Autos geguckt, dass ich jetzt nicht mehr genügend Schwung habe. Als ich in Island gefahren bin, hat mir ja die Automatik Probleme gemacht, weil dann sind die Reifen nicht gedreht und ich konnte sie nicht so langsam lassen, dass dann immer automatisch hochgeschaltet hat, dass ich anständig Gas geben musste. Dann musste ich in den Optionen die Automatik ausstellen, damit ich den Berg hochbekommen bin. Ah, jetzt ein Aussichtspunkt, den nehme ich auf den Rückweg mit. Rein, okay. Machen Sie es einem einfach. Auf dem Rückweg dann natürlich dann wieder nicht. Hm. Dann muss man. Okay, Motor aus. Abkoppeln. Erfolgsmeldung einheimsen. Dann sage ich jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart und tschüss und bis bald. Und ich gebe euch noch kurz die beiden Befehle rein.
Discord und YouTube. Ich vergesse immer, dass mein Notebook eine amerikanische Tastatur hat. So. Wie gesagt, Discord nicht geklappt. Discord war richtig geschrieben. Eigentlich müsste mir den Discord dann auch noch anzeigen. Jetzt macht das richtig. Okay, bis bald. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss.